Warte mal. Go back to sleep. Warte mal, hä? Yes. Load Game? Ich hab doch immer gespeichert. Ich bin total verwirrt. Okay, wir machen nochmal Start Game. Wir gehen ins Gym. Wir haben die drei hier. Wir gehen mal hier bei der Funky Lady. Wir wollen sie gerade anmachen, als jemand uns am Arm packt. Ja, komm. Okay, wir werden jetzt Krafttraining machen. Hi, ich bin Wendy. Willst du Personal Trainer haben? Ja, ich bin hier neu. Ich bin Pandoria und bin ein Mann. Und kannst du mir ein bisschen helfen hiermit? Ja, natürlich, Pandoria. Guck mal hier drauf, ich helfe dir. Ja, wo sollen wir anfangen? Jetzt fangen wir an mit deinen Beinen. Wow, das hört sich total sexy an. Ja, jetzt gehen wir da drauf. Sorry, ich habe keinen Humor und wir fangen jetzt mal mit den Beinen an. So, jetzt komm mir nicht zwischen meine Beine, du alter Halunke. Oh, meine Energie da oben. Hä? Okay. Da, hörst du wie die Muskeln... Oh, Entschuldigung, tut mir leid. Hörst du wie die Muskeln hier knacken, sich dehnen? Wow. Das ist toll. Oh, ja, au. Ja, jetzt relax dich mal. So. Jetzt gehst du dahin, sonst hau ich dir einen in die Fresse. Hier. Was passiert denn hier immer was? das Spiel ist echt ein bisschen anspruchsvoller. Ja, wir machen natürlich. Wir machen natürlich 50 hier. Die ersten beiden sind total einfach, danach wird es immer härter und härter und härter. Hast du 50 gemacht? Ja. Okay, weiter. Und jetzt stretchen wir uns nochmal. Hier mit den Armen. Ja. So, jetzt machst du da so ein bisschen die Übung hin und wir machen wieder 50. Oh. 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 Und wie schön, dass sie die ganze Zeit so guckt. So. Ja, das machen wir richtig. Ja, wir schaffen's. Wir haben nicht mehr viel Energie, aber wir schaffen's. Ja, das war super. 50. Weiter. Okay, die letzten 10 waren echt schwer. Ja, ich weiß, das hört sich an wie ein Klischee, aber... Wenn du keinen Schmerz hast, dann kannst du es direkt vergessen. Okay. Das nächste ist die Biking Machine. Das ist nicht nur gut für deine Beine, auch gut für deine, ja, Apps, wie wir schon. Manche Sachen kann ich nicht aus dem Stegreif übersetzen, tut mir leid. Meinst du, achso, muss ich keine Sit-Ups machen? Ja, bla 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 bla. Wir tun mal so, als würden wir 2 Meilen hier fahren. Okay, sie ist von einem Telefonat abgelenkt und wir machen jetzt einfach mal den hier. Ja, Lexi, was ist los? 2500? Na, okay. Machen wir. Ja, okay. Ja, das Problem ist, ich bin gerade am Arbeiten. Aber ich kann dir, and I have nowhere. Ich kann dir nicht raus. Lalalala. Das ist irgendwie langweilig jetzt. Ich muss gleich mal was anderes machen. Ja, danke, dass du mich trainiert hast. Ja. Hey, willst du hier heute Abend mit mir rausgehen? Hey, tut mir leid, ich mache nichts mit meinem Kind. Okay, tut mir leid. Du bist es. Ich muss da hier, das ist auf jeden Fall, du hast echt gut hier trainiert. Aber ich muss das hier, das Ganze professionell behandeln, okay? Ja. Ich glaube, ich mache mal eine Pause und trinke mal ein bisschen und mache nicht mehr so bekloppte Stimmen hier. Und dann gucken wir mal, ob wir gleich noch irgendwie hier... Das ist ja... Wir haben zwar so schon ein paar Sachen gesehen, aber die waren ja nicht wirklich echt da. Und es ist echt viel, viel schwerer diesmal. Oh Gott. Vielleicht krallen wir uns jetzt gleich mal die lesbische Frau, wobei ich bei ihr nicht glaube, dass wir da eine Chance haben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bye, bye. So, da sind wir wieder hier bei Something's in the Air. Und ich habe jetzt wieder gelesen, dass wir mit den Sachen so, wir haben jetzt immer so abrupte Enden, da passiert irgendwie nichts. Wir schalten damit immer was frei. Wir können jetzt andere Sachen machen und so.
Und ich habe das Spiel hier gespeichert. Wir haben halt leider das hier jetzt dann. Und ich weiß nicht genau, wie ich jetzt weitermachen soll. Ich denke mal, ich muss einfach wieder starten. Glaube ich. Wir rufen mal Ariane an. Ist es dann die gleiche dann? Hey Ariane, das ist aber eigentlich das gleiche jetzt hier, oder? Eigentlich ist es das gleiche. Ja, Ariane, hast du, wir gucken mal, hast du, Ariane, du hast ja nur ein Haarstil, ne? Ja, ich war hier heute beim Friseur, ist gut. Ja, ja, ist echt super, Ariane. Aber jetzt kommen wir jetzt zu 10 und saufen ein bisschen. Das Restaurant hier ist total voll und ja. Wir haben Big Party came in around. Ah, das ist neu. Okay, es wird eine große Party hier steigen und Ariane wird das noch schön hinsetzen. We probably won't see a table until they are done. Let's sit at the bar and wait then. Okay, we should try. Wir können. Ah! We should try sometimes it's as nearby. Wir können also entweder zu einem. Ich mach mal save. Wir können entweder dahin gehen, wo es hier so in der Umgebung, oder wir fahren woanders hin. Wir machen mal die Umgebung. Okay, Komplimente. Ah, jetzt sind wir doch wieder hier. Okay, wir reden einfach wieder über ihren Tag. Das ist alles das Gleiche, das muss ich nicht nochmal vorlesen. Oh, das ist wirklich furchtbar. Das ist wirklich das Gleiche. Sieht immer noch gut aus. Oh. Wie ist es denn, wenn wir jetzt hier hingehen? Ne? Und wir haben jetzt die Ariane. Nee, das ist ja alles das Gleiche. Und da hat sie andere Pläne. Toll. Boah, Dave. Ich hasse Dave. Komm, wir sprechen jetzt mal die andere an. Oh, wir können... Ach ja, wir haben jetzt... Das haben wir noch nicht gemacht. Ja. Fangen mit den beiden hier an. Und wir unterhalten uns jetzt mit ihr. Und die ist ja ganz süß. Die ist auf jeden Fall viel besser als die da. Oh, guck mal, der andere Typ da von gerade. Sie sitzt auf jeden Fall jetzt neben den Nerdy Girl und sie ist total vertieft in ihr Buch. Hey, was siehst du da gerade? Ein Textbuch. Das ist interessant. Ah, oh, ist ein bisschen schwer zu lesen. Gehst du aufs College? Yep. Und das ist doch nicht so gut. Hier ist so viel zu laut hier, um zu lernen, oder? Ja, hast du recht, auf jeden Fall. Vor allem, wenn Leute mich hier stören, so wie du, du Drecksack. Okay, dann lese mal weiter. Dave redet immer noch mit der heißen Blondine. Was? Boah, ich hasse Dave. Alle anderen Frauen in der Bar haben Dates, also verlässt du die Bar. Und du, ey, krass, wie ist, das ist ja heftig. Wieso tue ich eigentlich nicht mal zurück hier? Okay, wir, krass. Warte, ich will mal mit der, nein, wir machen das hier nur. Dann das hier. Okay. Okay, wir fangen mal mit diesen beiden hier an. La la la. Okay, ja. Also, wir sagen Hallo. 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 Ja. Okay, wir müssen jetzt irgendwas anderes sagen. Wir saven natürlich. Wie geht es dir? Was siehst du noch nicht? So to distract you while my friend hits. Nein, wie geht es dir? Oh, sie muss noch 5 Kapitel lesen und sie hat jetzt keine Zeit. Bla 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 bla. Ist ja scheiße. Mann! Das hier fand ich so komisch. Ja, Ariane, es ist hier. Wir machen mal das gleich. Wir machen jetzt. Warte, what do you have in mind? Aha. Okay, wir sind im Anzug. Ja, alles super. Okay. Boah, Ariane, ey, dein Kleid ist wundervoll. Ja, yeah, danke, ja, bla bla bla.
Okay, wir warten jetzt an der Bar. Ne, und dann fahren wir sie einen Tag. Und dann kommt ja jetzt die Olle da. Macht den hier. Dann will Ariane sich kloppen. Dann gehen wir. Wir sind jetzt bei ihr zu Hause. Und wir saven. Okay. So, jetzt aber. Wir sind hier im Dinner. Dann kommt der dramatische Rückblick. Ja, dann haben wir das. Spine ist ja immer was. Hier ist immer was vor den Brüsten. Okay, ja. Ja, Ariane, ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh nein, nicht schon wieder. Ja, 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 ja. Oh. Okay, wir saven. Wir nehmen einmal eine romantische Komödie. Jetzt bin ich ja gespannt, wie der Film ist. Ariane war kacken, kommt jetzt wieder, geht weg und wir gucken jetzt den Film. Okay, es sind viele Leute hier in dem Film. Ja, es sind ja nicht die besten Sitzen, so ein Scheiß, ey. Naja, wir können zusammensitzen. Oh. Okay, die Frau hier in diesem Leder-Outfit, die im Kino sitzt, ist, guckt uns sehr böse an, weil sie verärgert ist, dass wir ihr den Blick nehmen. Hey, verpisst euch da! Jetzt ist das die ist einfach nur die Filmvorschau für die anderen Filme und so, verpasst doch nichts, ne? Find a get a comfortable in the Gothic. Okay, jetzt klingelt das Handy von den Gothic Girl und das Mädchen hier, die wir sitzen hier in dich und das Handy klingelt und sie telefoniert einfach. Yo, Tanner, was ist ab? Was ist los? Und wir gucken sie an und ja, sind einfach nur, ist einfach nur die Vorschau, du verpasst nicht viel. Das ist blöde Kuh. Ja, 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 ich bin im Kino hier. I snuck in the exit and followed the crowd in. Okay, die hat kein Ticket? Ariane sieht genervt aus, aber sie sagt nichts. Ja, sehe ich. Party heute Nacht? Ah, ja. Das mache ich auf jeden Fall. Da komme ich hin. Ja, ich, jetzt. Oh, warte mal. So, ich bin jetzt hier raus. Dann enjoyt mal eure Vorschau und ihr verfickten Huren. Nein, das hat sie nicht gesagt. Ihr Bitches. Oh, Gott sei Dank ist die gegangen. Ich wollte die gerade. Ah ja, so, du gehst sie weg. Ich wollte die gerade verprügeln, ihren scheiß Vampir-Kackarsch. Da wollte ich eine Fresse hauen, ey. Wir legen unseren Arm um Ariane. Der Film startet. Oh, okay. Ah, hallo, du hast aber ein schönes Tuch an. Ein schönes Oberteil an. Oh nein! Wo ist mein Oberteil hin? Wieso habe ich auf einmal ein anderes an? Oh, ich muss dich küssen. Mit dem blauen Oberteil geht das einfach viel, viel besser. Ende. Das sind die besten Filme überhaupt. Oh, ich hab rausgetappt. Ich hab wieder reingetappt. Und Ariane, wie war's? Ja, die Romantik war da, aber wo war denn hier die Comedy? Was denkst du? Über was? Bevor es Rebecca nicht da war. Nein, den Film, den wir gerade gesehen haben. Hast du einen Film gesehen? Ah, ich verstehe. Du denkst also, der Film, den hast du nicht wieder vergessen, weil er gar nicht hier ist, ne? Blablabla. Ja, danke. Ja, es war auf jeden Fall. Den Film kann man vergessen, war scheiße. Ja, du hast auf jeden Fall den Film ausgesucht. Also ist es nur fair, wenn ich sage, was wir als nächstes tun. Ja. Die Wahl ist dein. Sag. Ja, ich weiß nicht. Nichts tun. Klingt auf jeden Fall spannend. Haha, Mr. Sarkasmus. Ich werde auf jeden Fall... Komm, wir gehen mal downtown und gucken, was wir so finden. Vielleicht kommen wir ja wieder ins Artmuseum. Okay. Du möchtest in einer in einer Schlange stehen hier, wegen einem Konzert von Ameka Meka Brüsto da? Ja, das ist nicht so geil, ne? Ich weiß nicht, was wir sonst tun können. Oh. Mit einem Flyer. Hey, ich konnte nicht hören, wie er da über irgendwas gequatscht hat. Hier könnt ihr zu meiner Hausparty kommen. Aber meine Freundin will hier auf dieses Konzert. Ah, die Party.
Ich habe eine Einladung bekommen hier zu der Hausparty, aber meine Freundin will hier auf das Konzert. Ja, willst du haben? Ja, das nehmen wir natürlich. Selma? Du musst dich entscheiden. Ja, wir gehen zur Hausparty natürlich. Komm, wir nehmen dein Auto. Ja, hier haben wir auf jeden Fall schon alle Bikini an. Ich bin dann gleich einfach nackt. Und ich war schon lange nicht mehr auf der Hausparty. Ja, diese Keggers? These Keggers tend to attract the underage drinking crowd. Keggers? Das Kollektiv in den Kommentaren hat Google und weiß, was Keggers heißt. Ich gerade nicht, das tut mir leid. Ja, das ist, this is not the age comment I hope. Nein, natürlich nicht. Du siehst total toll aus für 48. Ich bin 23. Ich habe mit 21 Jahren Schule abgeschlossen. Du siehst so gut aus. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie fragen muss, wie alt du bist. Ja, hast du dich gut gefangen, du Arschloch. Ja. Hey, am Pool. Yeah. Hier sind auch. Guck mal, die haben alle Bikinis an. Ich bin gleich nackt. Ich sehe keine Leute, die hier schwimmen. Ich sehe nur große Möpse. Ich sauf mir erstmal ein und dann können wir ja schwimmen, okay? Es hört sich gut an, da hört sich nach einem Plan an. Oh, geil. Titten! Okay, Brüste. Entschuldigung, ich will nicht Titten sagen. Titten. Okay, der Mann im Hintergrund hinter den roten Becher hat anscheinend einen sehr langen Ständer. Der muss mit dem roten Becher gerade zensiert werden. Okay, Eric, hey Lana, hab dich lange nicht gesehen. Schön mit deinen Brüsten. Warum guckst du biestig? Was ist los? Hier, Riane, wir sind hier. Wir arbeiten hier auf der Party. Und das ist der Dresscode. Oh, Lana, ich weiß nicht. Ich konnte mir nicht helfen. Mir ist aufgefallen, du hast gar kein T-Shirt an. Das ist ein interessantes Statement. Sie bezahlen mich dafür, dass ich hier so nackend rumrenne hier. Rick ist mein Bodyguard, mein Bubiguard. Ja. Gott, ich lache mein eigenes Witz. Oh, es tut mir leid, ist so eklig. Interessant, ich glaube, ich mach das gleich auch, wa? Was macht ihr hier? Die Party ist gesponsert. Hier von Duschschaum. Hier von dem Porno-Channel. Ja, das ist ein Premium-Porno-Channel hier auf Kabel. Was? Da ist ein Premium-Channel hier im Kabelfernsehen? Sie filmen hier die Party und sie wollen, dass die Leute. They want people to know it's a... Oh, wir sind hier auf... Was sind hier jetzt erstmal? Adult Channel House Party. Okay. Oh, ho, der Film, hä? Okay, sie wollen nur... sie wollen hier filmen und wollen zeigen, dass es okay ist, nackt zu sein. Boah, das ist aber nett von denen. Ja, das ist total gut zu wissen. Sorry. Ja, kannst du mal meinen Drink für eine Sekunde halten? Ja. Ja, ist echt viel cooler. Finde ich gut. Ariane ist einfach der Hammer. Ist die beste von allen. Ja. Nett, dich hier getroffen zu haben, Lana. Und Rick, hast du gut gemacht, hier so rumzustehen und aufzupassen wegen dem Brüsten. Hang on to my shirt, will you? Ariane, willst du tanzen? Ja, ist eine gute Idee. Wir saufen auch. Yeah! Oh, hu, ha, hi, ha, hu, he, hi, ho, ha, hi, ho, ha, hi, ha, ho. Ja, der Typ, der hat mir da gerade hinter der Kamera ein T-Shirt gegeben. Ich glaube, die haben genug von meinen Brüsten gehabt. Ist das überhaupt möglich? Ja, vielleicht. Ich glaube, sie wollen jetzt die anderen Brüste sehen, der Weiber hier. Ja, die fangen jetzt an, den Wetkin-T-Shirt-Contest zu machen. Aber sie hat ein schwarzes T-Shirt an. Okay, alle, was denkt ihr? Das spiele ich hier. Ja. Okay. Also, dann auf einmal hat jeder ein nasses T-Shirt. Oh nein! Oh scheiße, warum? Das ist ja noch voll blöd. Oh, kacke. Und sie freut sich. Ja. Yeah. Okay. Wow, ist der beste Wet T-Shirt Contest ever. Komm, wir gehen raus. Nein, Ariane, nein!
Nein, Ariane! Nein! Nein! Nein, Ariane! Scheiße. Ich glaube, Ariane Zauberkräfte, so dass der Strom immer austritt. Ah, okay. Ja. Ja. Save, save. Wir saven hier auch mal. Save, return. Ja. Okay, jetzt gucken wir mal.